Wie bewertest du denn jetzt die Entwicklung der offenen Kanäle deutschlandweit und die Tatsache, dass es in Berlin einer der letzten offenen Kanäle gibt, wo tatsächlich relativ frei jemand solche Inhalte ins Fernsehen bringen kann? Ich habe das Gefühl, dass die Länder nicht mehr bereit sind, einen offenen Kanal in dem Stil, wie wofür er mal eingerichtet ist, zu halten, weil der kostspielig ist. Ich finde es aber wichtig, dass es sowas gibt, dass der Bürger wirklich die Möglichkeiten hat, im offenen Kanal offen seine Meinung über Bild und Ton nach vorne zu bringen. Und ich finde es unverantwortlich, dass man die offenen Kanäle durch Hintertüren zu etwas macht, was sie nicht sein sollten. Der Bundestag hat damals den Auftrag gegeben, diese Kanäle zu gestalten, zu führen, und hat das an die Länder weitergegeben, an die Landesmedienanstalten. Und man kann jetzt nicht hingehen über die Landesmedienanstalt und sagen, wir machen daraus einen Ausbildungskanal. Ich finde es aber wichtig, dass es sowas gibt, dass der Bürger wirklich die Möglichkeiten hat, im offenen Kanal offen seine Meinung über Bild und Ton nach vorne zu bringen. Und ich finde es unverantwortlich, dass man die offenen Kanäle durch Hintertüren zu etwas macht, was sie nicht sein sollten. Der Bundestag hat damals den Auftrag gegeben, diese Kanäle zu gestalten, zu führen, und hat das an die Länder weitergegeben, an die Landesmedienanstalten. Und man kann jetzt nicht hingehen über die Landesmedienanstalt und sagen, wir machen daraus einen Ausbildungskanal für Musik und fördert die musikalischen Veranstaltungen so, dass der Einzelnutzer ein Nachsehen davon hat, dass er keine Live-Sendungen mehr gestalten kann, weil es heißt, Live-Senden können wir nicht mehr, die müssen vorproduziert werden, das Studio wird gebraucht für diese Musikproduktionen. Und da habe ich auch was dagegen, und es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Da werde ich auch, wie in den anderen Themen, meinen Finger in die offene Wunde reinhalten und ganz massiv nach vorne gehen und sagen, der offene Kanal ist ein Kanal für die Bundesbürger und ist kein Kanal für Musiktreibende oder für die Musikwirtschaft.